Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Infinite World. So, weiter geht's in unserem kleinen, geordneten Chaos, muss ich sagen. Es ist zwar ziemlich chaotisch, noch, aber das wird sich bald ändern. Und zwar werde ich hier jetzt doch etwas umbauen. Und zwar geht das hier jetzt nach unten. Hier. So, bevor wir das hier anschließen, müssen wir das hier wieder abschließen. Wir machen gerade da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. So, jetzt sind hier nur noch 13. Genau. So. Noch. Wir ändern das natürlich gleich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier ist doch das Dance, genau. Mache ich jetzt absichtlich mal so. Und oben mache ich dann das hier weiter. Das sollte ja eigentlich funktionieren. Eigentlich müsste es ja funktionieren. So. Da wir Platz sparen wollen. Gut, was heißt Platz sparen, ne? So platzsparend arbeiten wir hier ja im Augenblick gar nicht. In meinem Kopf. Ich glaube, so sieht es auch in meinem Kopf aus. So ein bisschen durcheinander, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. 3. 28. Wunderbar. So, sind die jetzt online? Die sehen so offline aus. Nee, online. Okay. So. Und die hier. Die kommen jetzt wieder hier dran. Dann müssten hier gleich 19 online sein. Wenn ich mich unten nicht verzählt habe. Macht Sinn. Yay! Und 19 online. Sehr schön. Ja, es läuft doch. Es läuft, es läuft, es läuft. So. Und weil ich so ein geiler Typ bin. Und keine Ahnung habe von dem, was ich hier eigentlich tue. Oh. Oh ne. Okay, ich dachte, yay, abgestürzt. So. Will ich das nämlich eins nach vorne haben, hier. Bis zu dem Zeitpunkt. So. Dass man das nämlich auch sehen kann hier. Ne? Die ganze Kabelwurschterei. Soll man nämlich auch sehen. Dann kann ich eigentlich auch so gesehen hier das hier nach da setzen. Ja, jetzt fängt es an zu ruckeln. Weil die ganzen Kabel halt auch wieder sich entwirren müssen. So. Dadurch, dass die andauernd online, offline gehen, drehen die halt ein bisschen durch. So. Aber das müsste jetzt klappen. Werde online. Dankeschön. So, 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 so. Wie findet ihr es? Chaotisch, aber gut, meiner Meinung nach. Ich glaube, das Stück, das mache ich hier noch weg. Und mache da dann Erde erstmal weg. Muss ich mit der... Wir machen mal damit. So, weg damit. Geht ja fast genauso schnell. Und setzt da jetzt die Steine hin. Hier hinten dran kann ich eigentlich auch schon mal Steine setzen.
Gott sei Dank. Haben wir hier noch? So, die Steine sind gesetzt. Da ist alles verbunden. So. Den Erdblock noch weg. So. Und hier kann man eigentlich auch die Steine hinsetzen. Das weg. So. Okay, die Seite ist fertig. Nein, natürlich nicht, aber muss halt jetzt noch ein bisschen umgebaut werden. Die Schönarbeit, die kommt dann zum Schluss, wenn alles verkabelt ist. Du musst ja auch erstmal die in einem Haus die Kabel legen, bevor das Haus verputzen kannst, ne? Wäre ja blöd. Aber ich bin froh, dass das jetzt funktioniert. Hier unten funktioniert auch wieder alles. Das heißt, das ist auch wieder alles im ME-System. Einen Raum für die Deep Storage muss ich noch bauen, aber das ist weniger tragisch. Zur Verkabelung vom anderen Raum kommen wir ganz zum Schluss irgendwie. Also, das ist jetzt erstmal größte Priorität, das Zeug in Schuss zu bekommen, dass wieder alles funktioniert. Den Raum, wie mache ich den? Lasse ich den mit den... Ach, ich muss im Übrigen, ich muss das jetzt endlich mal wegmachen hier. Ich finde das so nervig in Zwischenzeit. Wir holen uns da mal jetzt Stone. So. Und dann machen wir den ganz normalen Stein hier hin. Einfach weil das furchtbar nervig war die ganze Zeit, diesen Stein da zu sehen. Da drüben, die mache ich auch noch weg. So, die Schaufel. Was ist das? Bambusschote, okay. Wusste gar nicht, dass ich die habe. Gut, hier kommt noch zu. Die Wand muss ich dann halt ersetzen. Die wird bis hochgezogen. Die Frage ist, wie mache ich die Wand? Ich bin ja irgendwie dafür. Warte mal. Hier doch mit Laboratorieblöcke zu arbeiten. Da könnt ihr euch aber mal dafür oder dagegen sprechen. Weil ich will hier. Die Umrandung mache ich auch weg. Man merkt schon, ich bin momentan viel am Umbauen. So, die Lücken natürlich auch mal schließen innen drin. Die brauchen wir auch nicht. Warte mal. Einen Antiblock hätte ich gern. Nee, der stört. Der sieht so störend aus. Ich weiß auch nicht warum. Der hat eben einfach gestört in den Augen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das eigentlich hier nehmen. So, dann Fassade. Die Kabel lassen wir draußen stehen. Da haben wir ja gesagt, die will ich ja hier haben. Hier Fassade, hier. Ich mach mal überall Fassade hin, wo ich sie später. Ne? So. Gut, dann können wir die Blöcke hier auch wieder wegreißen. Das wollte ich gar nicht. So. Hier die Blöcke müssen dann auch weg. Ich mache jetzt erstmal alles mit den normalen Steinen. Ihr könnt ja dann entscheiden, ob wir dann doch Laboratorieblöcke verwenden sollen, weil ich finde, es macht einfach irgendwie einen schöneren Eindruck, einen klareren Eindruck insgesamt. Aber das kann auch nur meine Meinung sein. So. Ach so, das sind ja genau. So, das soweit. Das zu. Das lasse ich noch offen. Hier kommt noch Conduit hin. Und hier wird weiter zugemacht.
Okay, ich bin schon an der Decke. So, da kommen dann noch Lampen rein oder so. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich finde das noch nicht schön. Und zum Thema von dem, ich denke, da werde ich auch den Boden dann reinsetzen. Mache ich aber offscreen. Da habe ich so keine Lust drauf, das in der Folge zu machen. Denke ich mir. Hier baue ich wie gehabt. Also da fange ich, da mache ich dann einfach Glas davor. Weil ich finde, das sieht eigentlich am geilsten aus, wenn ich da Glas. Huch. Glasblöcke vorne dran mache. So. Gerade Mauer, große Mauer, schöne Mauer. Kann ich hier abreißen, wenn ich es dann brauche. Hier, das muss noch zugemacht werden. Oder mit Glas. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich da auch eine große Glaswand hin. Keine Ahnung. So, die Schräge. Die mache ich auch mal weg. Die hat mich auch schon eine Zeit lang gestört. Genauso wie die Dinger. Die können da einfach nicht hin. Da muss ich mir auch nochmal extra was suchen. Mal, das hier muss auch alles weg. Erstmal alles weg. Wie gesagt, das Verzieren und Verschönern, das kommt dann gegen Schluss, wenn ich hier dann alles erstmal auf einem schönen Graden habe. Wenn es mir dann wirklich gefällt, wie es hier dann aussieht. Die Kiste, die müssen wir an sich nicht öffnen. Wir können, aber damit wir es öffnen können, mache ich mal so. Ich kann ja auch. Warte mal. Trick 17. So. Konduits brauche ich nicht. Ich brauche die hier. Na, verdammt, man sieht's. Aber von unten denke ich mir nicht, oder? Ja, von unten. Naja, geht. Fällt nicht so auf, denke ich mir. So, das raus. Dann können wir hier auch nochmal die hinsetzen. Da ist dran. Oder ich mach's halt so. Ja gut. Ich finde, das sieht jetzt nicht unbedingt schlecht aus, ne? So. Nö, kann man lassen. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. So, da. Und dann kann man hier auch zumachen. Ja, doch. Finde ich in Ordnung. So wie es jetzt aussieht, finde ich es ganz okay. Die Decke mache ich dann doch mit Laboratorieblöcken. So eine klare, schöne Decke. Finde ich gut. Man kann zum Himmel rausgucken, das finde ich auch nicht schlecht. Hier, das mache ich noch weg. Die Wand ist mir zu leer. Die Wand ist mir definitiv zu leer. Doch vielleicht mit Laboratorieblöcken austauschen. Wir können, oder mit Factory-Blöcken. Wir können ja auch Factory nehmen, ne? Nochmal. Bricks. Wir müssen hinten natürlich auch noch zumachen. So. Na? Na gut, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich meine, wir haben genug Steine, da macht das nix. Hat er jetzt überhaupt noch einen Nutzen gehabt eben?
Wo ist meine Zange? Nö. Ah, verdammt. So, jetzt komme ich da besser dran. So, die haben keinen Nutzen mehr. Dann kann ich ja nämlich die normalen Bricks nehmen. Da brauche ich nicht extra die zu benutzen. Schön. Schön, schön, schön. Weniger schön. Ich wollte schon die ganze Zeit. Das hat mich schon die. Wirklich sehr lange Zeit hat mich das jetzt gestört. Aber ich habe die ganze Zeit nichts unternehmen können, weil. Achso, das sind die. Die Conduits. Weil ja hier alles aufgebaut war. Gut, jetzt ist die Wand vielleicht drei dick, aber so passiert wenigstens nichts, was? Bombenangriff und sowas ist dann schon mal ein bisschen sicherer. Ah, viel besser. Na? Viel, viel besser. Jetzt kann ich das hier wegruppen. Oh, das waren Lampen. Das war auch eine Lampe. Egal. Ja. Bricks. Bricks. Oh. So. Dann können wir nämlich das hier auch hier schön verkleiden. Hier ist alles richtig. Hier müssen wir noch ganz kurz Conduit setzen. Das ist uninteressant. Hier machen wir normale hin. Hier machen wir eine Treppe hin. Und hier kommt die hier hin. Und keiner sieht, dass wir was verändert haben. Kaum einer. Cornelius fällt's vielleicht auf. Wieso habe ich das damals so gebaut? Kennt ihr das, wenn ihr was fertigstellt oder wenn ihr was dann seht und denkt, hä, wieso habe ich das damals gebaut? Was für einen Sinn hatte das? Ja, jetzt ist das unsymmetrisch, ne? Ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, das war jetzt super schlau. So. Hier braucht jetzt wieder Licht. Und hier ein Stück Mauer, bitte. Dich brauche ich eigentlich nicht. So, aber dich. So. Kann man lassen. Muss man nicht, aber kann man. Im Übrigen sind meine Zombies weg. Fand ich jetzt nicht sehr witzig. Aber ich glaube, ich habe den Server mal auf Easy, also Peaceful gestellt. Weil es mir auf die Nerven ging, dass die Zombies andauernd kamen. Ja, ich mache die Umrandung wieder hin. Hab mich überzeugt. Die ist überall, dann muss ich die hier auch hinmachen. Das sieht einfach schöner aus. Ich mag Umrandungen. Umrandungen verbessern das Leben. Das macht das Leben erst lebenswert, so eine Umrandung.
So. Und hier machen wir einmal einen Glowstone rein. Ja, läuft doch. So. Jetzt haben wir hier unten schon mal ein bisschen zusammengebaut. Verstehe ich nicht. Jetzt haben wir hier unten schon mal ein bisschen zusammengebaut. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt ist zwar ziemlich offen hier, aber egal. So, machen wir wieder hier. Den Builder's Wand nehme ich wieder mit. Builder's Block haben wir auch drin. Braucht man nicht. Haben wir aber einfach. Gut. Dann passt das hier doch schon mal. Der Raum ist ein bisschen, ist jetzt größer als vorher. Ist noch nicht so, wie ich mir vorstelle. Kommt noch vielleicht, kommt noch. Man kann ja auch nicht Sky-Blöcke. Wie hieß denn diese durchsichtigen Blöcke? Die hat Schuster, glaube ich, hat er die benutzt für sein Botania. Die würde ich auch nehmen. Die würde ich an die Decke machen. Dann hat man, kann man immer zum Himmel rausgucken, wisst ihr? Aber eigentlich ist zu. Müssen wir mal gucken, ob wir das so machen können. Oder hier hin. Ja, mal schauen. Mal schauen. Gut, aber das war's soweit für die Folge. In der nächsten Folge werden wir uns um die Öfen kümmern, weil hier funktioniert ja alles. Hier wird auch wunderschön pulverized, wenn es dann. Oh, was ist denn das? Wieso wird denn das nicht abgetragen? Ha. Wieso nicht? Wieso? 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 Item Conduit. Energie. Hä? Okay. Ich frag gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ach so. Ja, natürlich, weil hier voll ist, ne? Ganz klar. Ja. Gut, das ist ja nicht so tragisch. Es verschwindet ja nicht. Es ist ja jetzt bloß hier drin. Aber in der nächsten Folge kümmern wir uns dann darum, dass hier wieder alles läuft. Wie wir das Ganze anstellen, weiß ich noch nicht so ganz. ja. Müssen wir mal schauen. Ja, wie gesagt, ich werde vielleicht drüber nachdenken, das so aufzubauen wie hier. Dass ich einfach hier so eine Reihe hinbaue, dann hier so eine Reihe hinbaue und hier so eine Reihe. Dass ich platztechnisch einfach besser arbeiten kann mit den Kabeln. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie wir es machen. Gut, aber das in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, danke fürs Zusehen und haut rein.